Mein 9-jähriger Sohn Michel spielt ziemlich gut Fußball. Er ist sogar in der Jugendauswahl bei Eintracht Frankfurt. Und ganz sicher wird er mal Fußballprofi und vielleicht sogar der beste Fußballer Deutschlands. Ich als stolzer Papa denke immer wieder, wenn ich ihn spielen sehe, wow, der ist richtig, richtig gut. Der wird es mal schaffen. Und dann? Dann habe ich Daniela Mailänder kennengelernt und erfahren, dass ihr Sohn der beste Fußballer der Welt ist. Ob das nun letztlich stimmt oder nicht, Daniela und mich verbindet, dass wir beide begeisterte Fußballeltern sind und beide davon träumen, dass es doch viel mehr Mitspieler geben müsste. Daniela Mailänder gehört zur Kirche Kunterbund. Sie ist Referentin für Fresh Eggs, lebt bei Nürnberg und ist im CVJM Bayern beheimatet. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist und einen hervorragenden Vortrag hält zum Titel Träum weiter, Fresh Eggs, die Kirche lebt, wer sind die neuen Priester? Begrüßt mit einem warmen und herzlichen Online-Applaus Daniela Mailänder. Und ich grüße euch hier aus Nürnberg. Mein Sohn träumt ja auch weiter. Der ist nämlich der beste Fußballspieler der Welt. Mein Sohn ist 5 Jahre alt und er ist wirklich super flink. Er ist motiviert, er hat ein großes Spielerverständnis, er ist super schnell. Er ist richtig gut am Ball, er hat Fußballschuhe, er hat Schoner, er ist bestens ausgerüstet. Und er wird der beste Fußballspieler der Welt. Hat er mir gesagt und er hat auch gesagt, wir als Eltern können irgendwann mal aufhören zu arbeiten, weil er jetzt sehr, sehr viel Geld verdienen. Da gibt es nur ein Problem. Mein Sohn spielt nicht mit. Und ich stehe Freitag für Freitag mit ihm am Spielfeldrand. Er traut sich nicht. Wir haben immer noch nicht rausgekriegt, was das Problem ist, aber er traut sich nicht mitzuspielen. Und so stehe ich also Freitag für Freitag am Spielfeldrand, meinen kleinen Sohn an der Hand. Und irgendwie frage ich mich, während ich da so am Rand stehe, vielleicht ist es in der Kirche ja genauso. Wir sind eigentlich bestens ausgerüstet und eigentlich könnten wir mitspielen, aber wir stehen am Rand. Vielleicht sind wir am Ende sogar eine Randerscheinung. Als Kirche sagen wir ja immer, wir wollen hinaus, an die Ränder und wir wollen die Menschen dort draußen erreichen. Aber ich frage mich, müssten wir nicht mitten hinein, mitten rein ins Spielfeld? Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen und euch in Niederhöchstadt geht. Aber ich bin ein total neugieriger Mensch. Ich will da gerne mitspielen. Also dachte ich mir, ich gehe da mal hin und frage. Ich frage mal die Menschen, wie denn eigentlich Kirche aussehen müsste, dass sie mitten in der Gesellschaft ist. Das machen die in der Wirtschaft ja auch so. Da gibt es diese Marketingstrategie Lead-User-Methode. Da werden Nutzer konsequent gefragt, wie muss das Produkt aussehen, damit es für dich passt. Ich nenne das einfach Fragen stellen. Also habe ich gefragt, und zwar die Mutter einer Schulfreundin meiner Tochter. Wie müsste Kirche aussehen, damit du hingehst? Und sie sagt, hingehen? Bist du verrückt? Zwischen Ballettunterricht und der Klavierstunde, dem Online-Leseprogramm, Hausaufgaben, Erziehungskurs, Voltigieren, dem Förderprogramm, dem Fußball, wir gehen nirgends mehr hin. Wir sind schon Oberkante Unterlippe als Familie. Aber dann erzählt sie mir bei einem Kaffee, dass sie die Sache mit Gott ja schon irgendwie interessiert und dass sie zum Yoga geht. Und dass ihre Tochter sie öfter mal fragt, wo denn Opa jetzt ist. Und sie erzählt mir von dem, dass sie sagt, irgendwie genüge ich meinen Ansprüchen nicht. Und ganz zum Schluss sagt sie, weißt du, wir brauchen keinen Zusatztermin. Aber wir bräuchten so etwas wie eine Art Zeit-Schenktermin. Und nach dem Kaffee gehe ich nach Hause und denke mir, ich habe ja nur eine Frage gestellt. Und an dem Abend kommt mir der alte Mose in den Kopf.
Der steht ja auch irgendwann mit seinem Volk an einer Grenze. Nicht gerade an einem Spielfeld dran, wie ich Freitag für Freitag, aber an einer Grenze. Und ein ganzes Volk steht hinter ihm und die Verheißung ist, ihr geht in das neue Land. Und Mose tut eines. Und zwar schickt er seine fähigsten Menschen, die fähigsten Pioniere, hinein in das neue Land. Und er schickt sie und er gibt ihnen Fragen mit. Er lässt sie fragen, wie ist der Boden im neuen Land? Welche Früchte wachsen dort? Wie ist die Beschaffenheit? Was für Bäume gibt es dort? Er lässt sie Fragen mitnehmen. Und ich frage mich, was in unseren Gemeinden passieren muss, dass wir unsere fähigsten Menschen, unsere fähigsten Leiterinnen und Leiter hineinschicken, mitten hinein in den Alltag der Menschen, dass sie Fragen stellen. Wann hast du das letzte Mal eine Frage gestellt? Wann hast du dich das letzte Mal zum Kaffee oder zum Bier mit jemandem getroffen, dem du dauernd in deinem Alltag begegnest, der aber nicht in deine Gemeinde geht? Mose hat das gemacht, er hat erstmal diese Fragen gestellt. Ich bin eine dieser Kundschafterinnen, eine Pionierin, eine Jugendkirche mit aufgebaut, ein Netzwerk für Kirchen in Deutschland entwickelt, mitentwickelt und unterschiedliche Initiativen gegründet. Aber immer und immer wieder, ich kann mir eigentlich meine Arbeit gar nicht anders vorstellen, ist es das, dass ich Fragen stelle, hinhöre, mich zum Bier mit jemandem treffe oder zum Kaffee. Wie ist es bei dir? Wie müsste die Kirche eigentlich aussehen? Was würde dir gut tun? Die Kundschafter von Mose kommen zurück. Und es passiert was völlig Abgefahrenes. Und zwar, die kommen zurück und es wird erzählt im 4. Buch Mose, die kamen zurück und es machte sich ein Gerücht breit über das neue Land, nämlich, das Land frisst seine Bewohner und es leben Riesen dort. Dieses Gerücht macht sich breit und es bricht eine richtige Panik aus in diesem Volk. Was, da leben Riesen und Menschen fressen die Riesen und dieses Land wird uns verschlingen? Und es passiert was total Abgefahrenes. Das ganze Volk rund um Mose und Josua glaubt dem Gerücht. Und es wird sie Jahre kosten, bis sie wirklich in das verheißene Land gehen. Mose wird sterben und ein neuer Leiter wird sie erst dann in das neue Land führen, weil sie dem Gerücht glauben. Die Wahrheit ist ja, es leben wirklich große Menschen in diesem neuen Land. Und ja, das Land wird wahrscheinlich ziemlich schwer zu bearbeiten sein. Aber es leben keine menschenfressenden Riesen dort. Und das Land frisst seine Bewohner nicht. Ich frage mich, welchen Gerüchten glauben wir? Glauben wir, dass es in der Kirche immer laut und hip und irgendwie völlig fantastisch zugehen muss? Oder glauben wir dem Gerücht, dass wir erstmal unser Konzept intern klären müssen, bevor wir dann wirklich da rausgehen? Oder glauben wir immer noch, die Menschen müssen unbedingt zu uns kommen, weil wir machen so gute Programme? Lass uns unterscheiden, was die Wahrheit ist und was das Gerücht ist. Die Wahrheit ist ja, es ist anstrengend. Und ja, wir sollten uns dringend Gedanken machen darüber, wie Kirche aussehen muss, dass sie wirklich mittendrin stattfindet. Das ist die Wahrheit und das ist die Herausforderung. Das Gerücht ist, wir machen so gute Programme, die Leute sollen doch zu uns kommen. Die Wahrheit ist, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. So sagt es Dietrich Bonhoeffer. Das Gerücht ist, wir sollten uns dringend um uns selbst drehen. Die Wahrheit ist, Kirche ist die einzige Institution, die für diejenigen da ist, die nicht ihre Mitglieder sind.
lasst uns nicht den Gerüchten glauben. Lasst uns der Wahrheit glauben. Ja, wir sind herausgefordert. Ja, die Herausforderungen sind wirklich groß und wir sollten uns wirklich dringend Gedanken darüber machen, wie wir nahe bei den Menschen sein können, wie wir Kirche mitten in der Gesellschaft, zum Beispiel bei Familien sein können oder Kirche am Arbeitsplatz oder Kirche auf dem Fußballplatz. Das Gerücht ist, wir machen alle schon super. Und in diesem Zeitalter ist das Gerücht übrigens, wir machen schon alle super digital. Da ist noch ganz schön viel Luft nach oben und ja, die Herausforderung ist groß. Übrigens, Gott macht das ja genauso. Der geht ja mitten rein und er nimmt die Herausforderung an. Er geht in das ihm fremde Land und wird selber zum Fremden. Das lernen wir im Neuen Testament. Deshalb ist es unser Job. Lass uns fremd werden und mitten hineingehen, indem wir Fragen stellen und der Wahrheit trauen. Was heißt das jetzt konkret? Ich meine, Kirche mitten hinein und mitten im Alltag, ja, alles klar. Aber was heißt das konkret? Derzeit habe ich den Auftrag, Kircheninitiativen für Familien zu gründen. Familienkirchen. Und dabei fragen wir uns, was Familien gerade für eine Kirche brauchen. Und ich frage mich manchmal, warum wir in der Kirche immer noch dem Gerücht, vielleicht dem Gerücht aufsitzen, dass Erwachsene eine eigene Gottesdienstform brauchen und Kinder auch eine eigene Form. Und dass Kinder, wenn sie denn dabei sind, dann noch nach vorne gehen, um die Show für sich selber abzuarbeiten. Wenn Familien wirklich so wenig Zeit miteinander haben und so busy sind, dass Wissenschaftler davon sprechen, dass es eine Doing Family ist, dass Familie immer eine Herstellungsleistung ist, dann sollte es doch darum gehen, dass Familien eine Qualitätszeit miteinander erleben, beieinander sind, Glaube miteinander erleben, weil sie doch eh schon von Montag bis Freitag getrennt sind und das heilige Wochenende, gerade für Menschen, die normalerweise gar nicht in die Kirche gehen, völlig irrational, dass ich am Sonntag dann auch noch mein Kind abgebe. Was wäre, wenn wir wirklich eine Art Zeit-Schenkkirche sind? Eine Kirche, in der Familien wirklich eine Zeit miteinander, eine Quality Time, eine Qualitätszeit miteinander erleben. Und was, wenn Kirche mitten im Alltag von Familien passiert, mitten im Chaos? Denn Familien erleben eins, Chaos, und sie erleben das andere, völlige Überforderung. Man spricht von Burnout im Jugendalter, Englischunterricht im Kindergarten und völlig überforderten Familien und Eltern. Was, wenn wir bekannt wären für Gnade? Wenn man über die Christinnen und Christen sagt, da darfst du sein. Da kommt die Mutter im Businessanzug und in High Heels just in time und darf auch wieder gehen. Und ein vielleicht überforderter Vater kommt mit seinem Sohn mit viel zu vielen Ballerspielen auf dem Smartphone und es ist okay, dass sie da sind. Wenn mit Gnade regiert, sie da sein dürfen. Darüber machen wir uns Gedanken bei, wir nennen das Kirche Kunterbund. Das ist ein Modell, wir haben das in England kennengelernt. In England heißt das Messy Church, also wirklich Chaos. Also nicht messy im Sinne von unaufgeräumt, sondern messy für Chaos, Chaoskirche. Und diese Kirchen sehen wirklich wie Chaos aus. Da gibt es Kleckereien im Kirchenraum und ein Trampolin im Sakralraum, Gottesdienste in Erlebnisschwimmbädern, Bibeln im Indoor-Spielplatz und Gebete auf dem Ponyhof. Wir sagen, trefft euch einmal im Monat. Erlebt was miteinander, teilt die Geschichten miteinander. An unterschiedlichen Stationen können Familien wirklich miteinander, übrigens jetzt in der Corona-Zeit doppelt gut, weil Familie ist ein Haushalt, können an Stationen miteinander was erleben, was miteinander gestalten. Und dann kommt es noch zum Essen. Und zwar für Familien in unterschiedlichsten Konstellationen. Und das stellen wir fest bei Kirche Kunterbund, da kommen wirklich Menschen und Familien, die vielleicht gar nicht so unbedingt in unsere Gemeindeschema passen. Wusstet ihr, dass es 16 Rechtsformen von Familie gibt? 16 Rechtsformen. Also homosexuelle Eltern, heterosexuelle Eltern, verheiratete Eltern, nicht verheiratete Eltern und in allen möglichen Varianten Patchwork. Man kann ja davon halten, was man will, aber es gibt sie. Sind die bei euch in der Gemeinde
Was wäre, wenn diese Familien diese Gnade erleben können? Was, wenn die bei uns auftauchen und Kirche wirklich so mitten im Alltag stattfindet, mit ganz viel Kekskrümeln und dem Chaosfaktor und klebrigen Türklinken und Matchbox-Autos und Playmobil-Feuerwehr-Autos im Fürbittgebet und Seifenblasen, die wie Fürbittgebete eher nach oben steigen. Kirche Kunterbunt. Wir sagen, das kann ein Modell sein. Und wir erleben tatsächlich, dass Menschen dazukommen, die sagen, da steht Kirche drauf und Kirche interessiert mich. Und wenn ich sein darf und wenn wir sein dürfen, wie wir sind als Familie, dann kommen wir da mal dazu. Meine Freundin mit ihren drei rotzfrechen Jungs ist geschieden, kommt und sagt, hier fühle ich mich wohl. Und ein befreundeter Vater, der immer zur Hypnose geht, weil er so Angst hat um seinen einzigen Sohn, dass er irgendwie versucht, diese Angst in den Griff zu kriegen, der kommt und er sagt, ich verstehe jetzt mehr und mehr, dass auch ein anderer Vater auf mein Kind aufpasst. Und meine Nachbarin, die fragt, was ich so den ganzen Tag tue und dabei nervös aufs Smartphone schaut, die kommt und die bringt Pizza aus der Tiefkultur mit. Und für mich wird da ganz viel klar von dem, wie Kirche mitten im Alltag stattfinden kann. Ich träume von solchen Kirchen. Träumt ihr mit? Träumt ihr weiter? Die erste Stadt im verheißenen Land war Jericho. Und Jericho wurde mit Musik eingenommen. Und Chaos, Trümmern. Könnte das nicht auch auf uns zutreffen? Ja, wir brauchen gute Konzepte. Ja, wir brauchen klare Pläne. Gar keine Frage. Wir sollten uns an Wachstumszahlen orientieren. Keine Frage. Aber lass uns Musik dazu nehmen und Chaos mit dazu nehmen. Und wenn der Heilige Geist wirklich kreativ macht, dann ist er immer auch ein bisschen in Glitzerwimperntusche. Und Laubsägen arbeiten und Tic-Tac-Toe auf dem Fußboden. Ja, wir brauchen gute Pläne und wir brauchen auch ein bisschen Chaos. Erwähnen muss ich noch, bevor Mose, oder dann nimmer Mose, Mose musste ja dann sterben, bevor Josua dann mit dem Volk in das neue Land geht, musste er den Fluss Jordan überqueren. Und wir lesen die Geschichte ja immer so, das Volk steht mit Josua an diesem Fluss und sie überqueren den Jordan und natürlich der Jordan teilt sich. Hat er ja auch. Aber nicht sofort. Die Leiterinnen und Leiter des Volks sind auf einen Fluss zugelaufen. Und erst als sie im Fluss standen, hat er sich geteilt. Wir werden nasse Füße bekommen, wenn wir neue Wege gehen. Ja, wir werden unsicher sein. Ja, wir werden vielleicht belächelt, vielleicht sogar bekämpft für unsere neuen Ideen. Wahrscheinlich werden wir nicht nur auf helle Begeisterung stoßen, in der Gemeindeleitung oder bei unseren Mitchristinnen und Mitchristen. Aber es hat auch niemand gesagt, dass wir immer trockenen Fußes in das neue Land gehen. Wir werden nasse Füße bekommen. Du wirst nasse Füße bekommen, wenn du neue Wege gehst. Aber auch der Jordan wird sich teilen. Mut fühlt sich nicht immer wie Mut an. Aber auch, wer mutig Gottes Wege geht, wird Wunder sehen. Also, träum weiter. Und dann stell Fragen. Geh mitten rein. Traue der Wahrheit. Träume weiter in diesem Chaosfaktor. Und dann, wenn du nasse Füße bekommst, geh weiter. Denn Gott wartet in diesem neuen Land, in diesem verheißenen Land, schon lange auf dich und auf uns. Und er ist doch da schon lange am Werk. In diesem Sinne wünsche ich euch in Niederhöchstadt, dass ihr aufbrecht, dass ihr weiter träumt und mitten hineingeht. Ciao.
Nach diesem Vortrag wisst ihr, warum wir Daniela Mailänder unbedingt bei dieser Konferenz dabei haben wollten. Das war eine Aufzeichnung, weil ihr habt gehört, sie ist im Urlaub. Jetzt hat sie es aber möglich gemacht, dass sie jetzt bei unserer Fragerunde live dabei ist. Das nur zur Erklärung, damit ihr euch nicht wundert. Die war in so einem schönen Raum mit Gegenständen und jetzt ist der Hintergrund ganz anders. Vielen, vielen Dank, Daniela, für wirklich diesen klasse Vortrag. Man merkt, dass du sehr klug Sachen durchdenkst und trotzdem sehr in der Praxis stehst und Erfahrungen hast. Und diese Kombination ist ja immer ein großer Segen. Auch jetzt haben wir wieder eine Chat-Moderatorin da, nämlich Irmhild. Irmhild, ich gebe das Wort mal an dich. Was ist denn während des Vortrages im Chatverlauf diskutiert worden oder an Fragen aufgetaucht? Es sind einige Fragen aufgetaucht im Chat. Eine Frage nach der Prioritätensetzung, dass es immer eine Frage ist, wie die Prioritäten gesetzt werden. Die andere ist, die, glaube ich, sehr wichtig ist, ist auch, inwieweit Facebook, also neue Medien, auch für FreshX eine Rolle spielen, dass man dort auch Leute erreichen kann. Und das andere ist, wie diese Schenk-dir-Zeit-Termin aussieht. Und ich glaube auch, eine weitere Frage wäre, wie die Fragen aussehen eigentlich, die man stellt, wenn man sich mit jemandem trifft. Und also diese Freundin, von der du erzählt hattest, war ja eher überbeschäftigt, also Burnout-Familie. Wie sieht es eigentlich mit Familien aus, die weniger dieses Zeitproblem haben, sondern mehr das Problem haben, dass sie wenig Geld haben, wenig Hoffnung? Ist für die diese Chaoskirche etwas oder braucht man da etwas anderes? Das wären jetzt erstmal so ein paar Fragen, auf die du vielleicht antworten könntest. Danke. Sehr gerne. Freue mich, dass ich da sein kann. Das ist super. Genau, vielen Dank. Mit was fangen wir an? Also vielleicht fangen wir mit diesen Fragen an. Das ist tatsächlich spannend, finde ich. Ich glaube, dass wir uns ganz viel Gedanken machen in unseren Kirchen, was wir denn noch alles tun können und wie unser Programm sein muss, anstatt tatsächlich hinzugehen. Und ich habe mir das angewöhnt. Ich habe mir angewöhnt zu sagen, wir entwickeln gerade was Neues für XY und die Menschen tatsächlich dann zu fragen. Meistens hat man ja irgendwie Kontakte. Also jetzt in meinem Fall, jetzt gerade ist mein Auftrag ja für Familien zu entwickeln. Warum denn nicht unterschiedliche Familien fragen? Ich habe die in meinem Kontext, ich habe die in meinem Alltag. Und häufig fällt es uns so schwer, einfach zu sagen, du, ich entwickle gerade ein Gottesdienstformat für Familien oder wir wollen Kirche ganz neu erfinden für Familie. Wie würdest du es denn tun? Was würde dir denn gut tun? Oder als wir damals die Jugendkirche gegründet haben, sind wir einfach in Schulen gegangen und waren auf dem Schulhof und haben gesagt, wir wollen gerade Kirche neu erfinden für Jugendliche und junge Erwachsene. Wie müsste denn Kirche aussehen, damit du hingehst? Und so kann man das, glaube ich, durchaus in allen Zielgruppen machen. Bevor wir immer uns zurückziehen und erstmal ein Konzept stricken, denke ich mir, warum nicht einfach hingehen und fragen? Also das, vielleicht ist das, klingt das sehr einfach, weiß ich nicht. Ich finde es einfach, weil mich lässt das um jede Studie oder sowas drumherum gehen, dass ich einfach die Menschen frage. Und das führt auch zu der Frage der Zielgruppe. Ist ja spannend, in welchem Milieu man unterwegs ist und auch welche Zielgruppe man erreichen muss. Soziologisch spricht man tatsächlich von diesem Doing Family, Herstellungsleistung, Familie ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff, weil Familie so ein bisschen zum überhöhten Glücksfaktor geworden ist. Und man sagt, okay, die Familie muss das irgendwie alles, muss für ein glückliches Leben stehen. Und deshalb lastet dieser Druck da so drauf. Ich habe das ein bisschen überspitzt natürlich mit Überforderung in Familien, Burnout im Jugendalter und so weiter. Aber es geht schon für viele Familien tatsächlich in die Richtung. Klar, wir haben Familien auch in prekären Verhältnissen. Da ist es nochmal anders. Aber auch die spüren natürlich einen Druck. Auch die möchten ihren Kindern was bieten. Und ich habe zum Beispiel jetzt vor Corona haben wir angefangen in einem Indoor-Spielplatz, wo wirklich alles voll von Fett getrieft hat, von Pommesfett. Und man konnte irgendwie, das war wie so
wie heißt es, Laser Tag mit so kleinen lustigen Schaumstoffkugeln spielt. Ich fand es total witzig, aber wir haben angefangen, dort Gottesdienste zu machen und das war schon also einfach anders. War eine Grenze, die wir teilweise überschritten haben, so für uns, aber und auch für die Leute, die dort waren. Wir waren da Samstagvormittags, durch Corona wurde es natürlich jetzt unterbrochen, aber klar, die brauchen natürlich wieder was ganz anderes, wie wenn ich irgendwie im Speckgürtel von, weiß ich jetzt nicht, Frankfurt drumherum irgendwie was für Familien anbiete, das ist klar. Aber die Frage ist, am Ende stelle ich diese Fragen und frage ich, was würde euch denn gut tun? Vielleicht tut auch Familien gar nicht gut, dass wir in den Indoor-Spielplatz reingehen und dort auch noch mit Musik kommen. Aber vielleicht können wir dort mit ihnen Zeit verbringen oder genau irgendwie andere Dinge. Aber einfach diese Offenheit mitzubringen, das finde ich ganz spannend. Das finde ich ein schönes Bild. Also wir als Kirche agieren oft und sagen, kommt zu uns, wir haben tolle Angebote und wir sollten viel mehr und öfters daran denken, wir gehen zu den Menschen. Jesus hat sich auch nicht auf den Felsen gesetzt und gesagt, kommt. Das hat er auch mal getan, aber vielmehr war er ein Wanderprediger, der zu den Menschen gegangen ist in ihre Lebenssituation. Und das macht Mut, deine Beispiele. Mhm. Ich würde gerne nochmal nachfragen mit den neuen Medien, Facebook und Insta. Ist das nicht auch eine Chance, um Leuten Zeit zu schenken, gerade jetzt auch in Corona-Zeit und so in Kontakt zu kommen? Wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es, da habe ich kaum ein Aber. Zutiefst bin ich davon überzeugt, dass wir auch da präsent sein müssen. Die Frage ist, welche Sprache sprechen wir? Ist es dann wieder irgendwie ein frommes Deutsch, wo wir wieder die eigenen Leute erwischen? Oder trauen wir uns, einen Account anzulegen, wo wir konsequent eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Ne? Also das hat ja gerade im Social-Media-Bereich hat es ja auch ganz viel mit konsequentem Marketing zu tun, im Sinne von, ich gucke mir eine Zielgruppe an und versuche dann was zu entwickeln. Also klar, wir können noch mal ein paar fromme Accounts, das ist bestimmt auch wichtig, aber am Ende ist es die Frage, wie können wir eben Familien dienen. Wir haben bei Kirche Kunterbund, als dann so der Lockdown kam, wir hatten davor ganz viel einfach Werbung gemacht für Kirche Kunterbund X, Y und Z, wo das überall stattfindet und wo noch eine Konferenz und noch ein, was auch immer. Und dann haben wir überlegt, möchten wir jetzt noch mal einen Gottesdienst irgendwie online streamen oder wie können wir Familien wirklich dienen? Haben gesagt, wir wollen gern, dass Familien irgendwie Zeit geschenkt wird und haben jeden Tag eine kleine Idee, die Familien irgendwie miteinander erleben können, zum Beispiel auf Instagram gepostet und das wurde extrem gut angenommen. Genauso, da haben wir Reichweite auch gewonnen, total spannend, jetzt nicht ultra, aber finde ich jetzt für so ein kirchliches Feld doch. Und wir haben ganz, ganz viel Feedback bekommen von Familien, die gesagt haben, ja, wir haben mal gegoogelt Corona und Kirche und so, was kann man tun und wir sind auf euch gestoßen, total bereichernde Dinge. Ja, auf jeden Fall, da müssen wir sogar präsent sein, wenn wir in der Welt da sein wollen und drin sein wollen, da geht es gar nicht ohne, würde ich behaupten, ja. Irmhild, hast du noch eine Frage aus dem Chat, die wir noch Daniela stellen können an dieser Stelle? Ich stelle mir gerade Messi Chaoskirche auf dem Abenteuerspielplatz vor. Mhm. Wie kann man da Gottesdienst halten? Hört da jemand zu? Man kann ja eben Aktivitäten veranstalten, aber wie bekommt man den Schwenk vielleicht auch was mitzugeben? Ist das überhaupt möglich? Soll das sein bei dieser Art von Fresh Expo? Ich weiß nicht, ob es im Gottesdienst immer darum geht, zuzuhören. Also wir haben ja immer diese Bilder im Kopf, da sagt vorne jemand was Kluges und die anderen hören zu, aber es könnte ja auch ein Geben und Nehmen sein. Also bei Kirche Kunterbund ist ganz, ganz wenig zuhören. Im Gegenteil, also man kommt zusammen, es gibt mal einen Anfang, mal gibt es keinen, es ist meistens eher offen gestaltet und dann bereiten Leute was vor. Es gibt eben unterschiedliche Bereiche, wo Menschen halt miteinander, keine Ahnung, also wir hatten eine Abenteuerkirche, da hat ein Vater, konnte mit dem Sohn oder mit den Kindern eine Armbrust bauen zum Beispiel. Ne? Das vermutet man jetzt nicht vielleicht unbedingt direkt in der Kirche. Keine Ahnung, an einer anderen Stelle konnte man backen oder an einer anderen Stelle konnte man irgendwie einfach toben, Fußball spielen oder ein Feuer machen oder wie auch immer jetzt, wenn ich an Abenteuerspielplatz denke. Und dann kommt man nochmal zusammen und man tauscht Geschichten aus, was man jetzt erlebt hat. Und auch erst dann kommt so eine Verquickung mit einer biblischen Geschichte und die auch eher aus einem Erfahrungshorizont. Also ich erzähle, was ich mit Gott erlebt habe, verbinde das vielleicht mit einem biblischen
Impuls in unserer Sprache gesagt und das aber nur sehr, sehr kleinteilig und auch in einer einfachen Sprache erzählt. Ich sage auch, da ist Verkündigung ganz spannend, wenn das plötzlich für Erwachsene und für Kinder funktioniert, ohne Kinder und Eltern immer dauernd auseinanderzunehmen. Also jetzt ganz klar für die Zielgruppe Familien. Es gibt natürlich auch noch andere Zielgruppen, da muss man sich andere Gedanken machen. Aber jetzt für die Zielgruppe würde ich sagen, wir tun uns keinen Gefallen damit, das immer nur auseinanderzunehmen. Und dann ist man miteinander. Also es ist weniger eine Stunde zuhören, miteinander singen und dann gibt's eine Predigt, sondern es ist miteinander was erleben, ein Thema miteinander erleben. Intuition spielt da eine ganz große Rolle. Also wenn ich, Armbrust war ein schlechtes, ganz schlechtes Beispiel, aber wenn ich miteinander irgendwie was baue, miteinander was handwerke zum Beispiel, ich glaube, dass da schon auch ganz viele miteinander passiert. Das ist weniger zuhören, sondern mehr miteinander. Ja, vielen Dank. Es kam noch gerade eine Chatfrage, die Claudia geschickt hat und gerne beantwortet haben möchte. Wie macht ihr Kirche Kunderbund konkret in der Corona-Zeit? Schickt ihr den Familien Anregungen, damit zwei Haushalte sich treffen können? Ja, also es gibt so ungefähr plus minus 100 Kirche Kunderbund-Initiativen inzwischen in Deutschland. Und auch da, wir haben eine Kirche in Chaoskirche in München, die funktioniert völlig anders als eine Chaoskirche in Köln oder irgendwo auf dem Land. Also auch da sage ich hingucken und genau hingucken, was denn wichtig ist. Bin selbst in zwei Kirche Kunderbund-Initiativen, eine ist in der Innenstadt, eine ist auf dem Land, also völlig unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel Pakete gepackt für Familien, die wir kennen. Das meint aber, dass wir irgendwie einen Vorlauf haben, dass wir irgendwie Adressen haben, dass wir schon in Beziehung sind. Es gibt Modelle, dass man tatsächlich auch was online macht. Es gibt Schnitzeljagdmodelle. Es funktioniert auf dem Land zum Beispiel super, aber auch in der Stadt haben wir jetzt was für die Stadt entwickelt. Jetzt im November gibt es Laternengottesdienste. Also die ganzen Laternenläufe fallen zum Beispiel aus. Und wir haben gesagt, man kann als Familie durchaus an einem Laternenlauf teilnehmen, wenn man das irgendwie haushaltsorientiert und so weiter macht. Wir entwickeln gerade was für Weihnachten. Das ist jetzt, glaube ich, heute online gegangen. Also ja, da gibt es Möglichkeiten und die werden sehr intensiv wahrgenommen. Also vor allem im ersten Lockdown haben uns die Leute, also wir jetzt in ganz Deutschland kam dann so das Feedback, die haben uns tatsächlich die Bude eingerannt und wir haben tatsächlich auch Kirche Kunterbund Gründungen jetzt in dieser Corona-Zeit gehabt. Wie das funktioniert und wie das dann irgendwann auf solide Füße gestellt wird, bin ich mal gespannt. Aber der Grundgedanke ist ja, wie können wir jetzt gerade Familien dienen? Und es kann sein, dass ich erstmal was Haptisches erlebe und nicht unbedingt irgendwie die jetzt wieder vor den Rechner park, dass sie irgendwie was miteinander haben und was gut tut. Und das ist von Stadt, Land, prekär, nicht prekär, bildungsnah, bildungsfern, das ist völlig unterschiedlich. Also von dem her würde ich da Mut machen, genau hingucken, genaue Fragen stellen und sich das konsequent durchdenken und das auch konsequent umsetzen. Und ja, wir haben viel gemacht in der Corona-Zeit, ja, oder machen noch. Vielen Dank, liebe Daniela. Da berührt sich auch dein Vortrag mit dem von Sandra Bild, dass wir eben nicht nur das, was wir machen, fortschreiben und vielleicht kleine Veränderungen machen, sondern dass wir lernen, auch radikal neu zu denken. Ja. Und ich glaube, durch Corona sind wir noch stärker und noch schneller herausgefordert, radikal neu zu denken. Vielen Dank, dass du uns an deinen Eindrücken und Erfahrungen hast teilhaben lassen. Noch der Hinweis, Daniela hat ein ganz, ganz wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel Herzheimat. Und dort nimmt sie den Leser mit hinein in ihren Weg, wo sie Gott findet oder wo Gott sie findet, dass sie bei Gott ankommt. Wirklich ein empfehlenswertes Buch, Herzheimat, euch ans Herz gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes.